Puh. Wieso ging das jetzt nicht? Ah. Er hat mich einfach nur zu dem hingestellt. Yeah. Ach, Vogel, töte das mit Sie. Weg ist er. Gut, für ihn, also weiterdenken. Klados versucht zu denken. Oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal gucken. Da unten ist es. Nee, 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 wir müssen hier hoch. Wir gehen mal da gucken. Wie soll ich denn da hochkommen? Nee, das geht nicht, aber vielleicht. Aber vielleicht. Und das eher was, wenn ich hier runtergehe. Nee. Dann sind wir ja wieder ganz unten. Hm. Wie komme ich hier am dümmsten weiter? Ich denke mal, ich muss irgendwie da rüber. Warte mal. Ah. Okay. Geschafft. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlen ist schon etwas älter. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Also, er ist jetzt schon etwas älter und scheint erkrankt zu sein am Mondstein. Hm. Es geht halt voran. Die Geschichte von Aperture 1. Und, Caroline. Wer schlau ist, weiß jetzt, was demnächst jetzt dann kommen wird. Warum Caroline? Warum, egal. Ich sag darauf jetzt nichts mehr, sonst hätte ich uns verraten. Mich verraten. Oh Mann, oh Mann. Thank you.
egal, das sieht so ekelhaft aus. Ekelhaft. Zack und. Zack. Mal hier hocharbeiten, damit ich dann da hochkomme. Okay. Das springt uns jetzt schon mal etwas weiter. Und dann springen wir einfach mal hier runter. An dem Weißen, das Weiße hier ist gut und schön, aber du hast halt jetzt keine Vorgaben mehr unbedingt. Aber ich weiß halt noch, wie die Levels gespielt werden. Also, es wäre normalerweise schon etwas schwerer. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche auf Band, damit ich es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zersträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Also, es gibt viele Leute, die machen das. Machen sich das Ganze umständlich. Ich bin natürlich keiner davon. Tja, es gibt Leute, die versuchen sich hier schrittweise irgendwo weiter zu kämpfen. Ich nicht. Ich fall lieber runter. Quatsch, das ist voll. Oh, Mann, Fresse. Kann sich auch dumm anstellen. Würde ich natürlich nie machen. Geht's hier nach oben raus? Jo. I believe I can. Ah, okay, warte. Orange. Fah. So. Mein Headset. Wo soll ich denn hier hin? Ach so.
Epic Fail. Okay, nochmal. Zack und... Oh mein Gott. Haben wir es denn jetzt endlich mal? Ach, darüber. Orange, orange, orange. Geschafft. Ja, genau. So viel zu dem Thema, ich schaff das schon. Ladebildschirm. Kommt jetzt nicht irgendwas mit dem Lüftungsschacht? Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen, wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Mit Würde explodieren, kein Problem. Kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie... check ich das nicht. Fair. Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist meine einzigste Frage, die ich habe. Ich habe keine Frage mehr. Jo. Jetzt sind wir hier. Und wie geht's jetzt weiter? Ich verstehe das nicht. Yeah. Scheiße, alle Flüssigkeiten, die wir hier haben. Zack. Und zack. Fuck.